Schönen guten Abend. Ja, wir kommen jetzt wieder zu DB. Und zwar haben wir letztes Mal damit begonnen, die Shell in Richtung Programmiersprache zu entwickeln. Also schlussendlich wollen wir dann mit der Shell Shell-Skript schreiben, gell? Und dort haben wir ein paar Dinge, ein paar Eigenschaften der Shell betrachtet, gell? Das letzte waren also die Joker-Übungen, die ihr gemacht habt. Im Moodle drinnen sind die Übungen dazu. Und jetzt wollten wir da eines weitergehen, und zwar zu den Datenströmen, und die Datenströme, die wollen wir manchmal umleiten, gell? Das ist etwas, das ihr eigentlich schon probiert habt, gell? Aber vielleicht nicht all diese Eigenschaften da, diese Umleitungen, gell? Und zwar, bevor wir das machen, schauen wir doch mal, und zwar ein Prozess, gell? Der hat drei solche Streams schon geöffnet, gell? Und wir haben gesehen, in C, gell, heißen die STDIN, STDOUT und STDR, gell? STDIN, gell, das ist das, jemand sagt, das kommt von der Konsole, gell? Normalerweise von der Tastatur eben, gell? Und ist standardmäßig offen, gell? Dann STDOUT, gell, ist unser, ja, Standardkanal, in dem wir eine, ja, die Ausgaben schreiben, gell? Wenn wir also in C programmieren, wir machen ein Scanf, gell? Dann kommt es von STDIN. Machen wir mit Printf eine Ausgabe, dann geht es auf STDOUT, gell? Und normalerweise dann auf dem Bildschirm, gell? Und dann gibt es noch diesen dritten, den STDR, gell? Der wird oft einfach auch als, ja, Standardfehlerkanal genannt, gell? Oder werden Fehler rausgegeben, gell? Aber oft nicht nur Fehler, gell? Dort werden auch ja, so Hinweise ausgegeben, oder ganz viele benutzen das auch, um zu sagen, bei der Ausgabe der Ergebnisse, die Ergebnisse geben wir immer auf STDOUT aus. Aber zum Beispiel so Eingabeaufforderungen, zum Beispiel machen viele auf STDR, gell? Warum? Weil sie sagen, die Aufforderung, etwas einzugeben an den Benutzer, ist nicht Teil der Ausgabe. Gell? Dann wollen Sie wirklich nur die Ausgabe auf STDOUT haben und die, ja, Hinweise, die interaktiven Benutzerhinweise, gell? Dann auf STDR. Und zwar alle. Gell? Ja, wer entscheidet denn das? Das entscheidet der Programmierer. Also wer programmiert, der entscheidet, was er auf STDR haben will und was auf STDOUT. Aber es macht schon Sinn zu sagen, wenn ich die Ergebnisse dann mal umleiten will, gell? Wenn ihr zum Beispiel eine CSV-Datei machen wollt, die ihr dann später mal verarbeitet, zum Beispiel ja, grafisch aufbereiten wollt, ein Diagramm machen, in einer Tabelle importieren und dann irgendwelche Berechnungen damit machen oder so, gell? Dann wollt ihr nur die Tabelle haben, die Ergebnisse, und ihr wollt nicht die Eingabeaufforderungen haben, gell? Und solche Sachen landen dann auch auf STDR, und so kann man diese Ausgabe schön trennen, gell? Okay, also auf STDR nicht nur die Fehler, sondern auch interaktive Hinweise, gell? Also Dinge, die man dann eben nicht irgendwo im Ergebnis stehen haben will, gell? Das ist die Idee. Ja, und wenn wir das dann auch mit den Deskriptoren machen, gell, dann müsste man hier noch hinschreiben, gell, das da, das ist der Deskriptor 0, gell? Und ja, was ist ein STDOUT? STDOUT, das ist dann der Deskriptor 1, gell? Und ja, STDR, das hat dann den Deskriptor 2. Und ja, so hat das da, ist das in Unix entstanden, gell? Und so haben das andere Betriebssysteme dann halt auch übernommen, gell? Okay. Ja, dann wollen wir wieder zurück zu unseren Folien, gell? Und jetzt kann man diese Dinge auch umleiten, gell? Und das haben wir ja auch schon gemacht. Wir haben da zum Beispiel die Ausgabe umgeleitet. Also wir haben STDOUT genommen, gell? Und haben es umgeleitet in eine Datei, die wir dann weiterverarbeitet haben. Das haben wir öfter gemacht, gell? Wir haben also einen Aufruf gemacht, größer einen Dateinamen, gell? Und damit werden die Ergebnisse in die angegebene Datei geschrieben, gell? Das ist dann feine Sache,
Gell? Man hat dann die Ergebnisse hier drinnen stehen. Man kann es auch so machen, dass man nicht nur die Ergebnisse hier hineinschreibt, sondern man kann auch eine Eingabedatei vorbereiten. Gell? Man kann also sagen, ah, okay, wenn ich da bestimmte Berechnungen mache, gell, dann weiß ich, wie die Eingabe ausschaut. Gell? Und anstatt da zu sitzen und das schön einzugeben, gell, so, ja, die Eingabe, die schreibe ich in eine Datei und dann mache ich den Aufruf und dann gehe ich Kaffee trinken. Gell? Okay. Ja, der rechnet ja inzwischen. Gell? Und die Eingabe habe ich schon gemacht, die Ausgabe. Die wird in eine Datei geschrieben und das war's dann. Gell? Was muss ich dann machen? Dann muss ich die zwei Sachen kombinieren. Gell? Also wenn ich das machen will, dann muss ich doch sowas machen wie also einen Aufruf, gell? Kleiner. Und das ist dann die Eingabe.txt zum Beispiel und dann die Ausgabe.txt zum Beispiel. Und somit kann ich dann sowohl die Eingabe in einer Datei definieren, als auch die Ausgabe. Gell? Und das, ja, das ist dann zum Beispiel, wenn ich Berechnungen machen muss und so, gell? Und ich will da nicht immer sitzen, gell? Dann kann ich das schon machen. Gell? Also, ja, wenn ich so eine Wettersimulation rechne, gell? Und ja, dann werde ich vielleicht viele Parameter haben, die ich vielleicht nicht nur einfach nur in die Eingabedatei schreiben kann, gell? Aber im Prinzip, das Prinzip ist klar, gell? Also das ist ein weiteres Instrument zur Automatisierung, gell? Wenn ich also die Eingabe und die Ausgabe dann Datei definiert habe, dann kann ich ja inzwischen was anderes machen, gell? Ja, in der haben wir gesehen, aber es gibt nicht nur Eingabe- und Ausgabekanal, sondern es gibt auch noch diesen Fehlerkanal, gell? Ja, und diesen Fehlerkanal, der bekommt dann eben dieses Zeichen 2 größer, gell? Um dann anzugeben, ah, okay, das ist dann der Fehlerkanal und nicht die normale Ausgabe, nicht die Standardausgabe, gell? Und wie würde das dann so ausschauen? Dann würde man dann halt schreiben 2 größer und dann schreiben wir hier, ja, schreiben wir halt Fehler.txt zum Beispiel, gell? Dann hätte ich alle drei Kanäle definiert und zwar auf Dateiebene. Gell? Okay, also kleiner Datei, das ist die Eingabe, größer Datei, das ist Standardausgabe und zwei größer Dateiname, das ist dann die Ausgabe auf den Standardfehlerkanal auf STDR. Gell? Und jo, das ist dann das, was man standardmäßig so hat, gell? Aber da gibt's, das geht noch weiter, gell? Und zwar, es gibt manchmal den Bedarf, die Ausgabe nicht irgendwie neu zu definieren bei jedem Aufruf, gell? Weil wenn ich das mache und Ausgabe gibt es schon, dann wird Ausgabe überschrieben. Und zwar mit dem Aufruf. Stellt euch mal vor, ein Aufruf, der wäre irgendwie regelmäßig, gell? Und man will jetzt nicht nur den letzten Aufruf haben, sondern man will jeden Aufruf haben, gell? Und dann gibt es eben dieses Anhängen, gell? Und zwar, wenn ich zweimal größer schreibe, dann wird die Ausgabe in die angegebene Datei angehängt, gell? Dann wäre also jedes Mal, wenn ich das aufrufe, wird die Ausgabe ergänzt um die neue Ausgabe. Gell? Das ist etwas, was man schon öfter mal braucht. Gell? Also so wie ein Protokollierungsgedanke. Gell? Oder wenn ich messen gehe, gell? Also wenn ich ja, im Laufe des Tages Temperaturen aufzeichne, irgendwo ein Skript habe, ich lese es aus, gell? Zack, gehe es in eine Datei schreiben, gell? Dann gehe ich die Ergebnisse immer anhängen und nicht überschreiben. Gell? Okay, das könnte sowas sein. Ja, und dann gibt es so einen Fall, der ist gar nicht mal so selten. Und zwar, es gibt den Fall, dass man den Standardfehlerkanal und die Standardausgabe gemeinsam speichern will, damit man auch, ja, damit man da den zeitlichen Verlauf nicht verliert. Gell? Weil stellt sich auch mal vor, wir hätten da solchen Aufruf da, gell? Mit einer Ausgabedatei und mit einer Fehlerdatei, gell?
Und dann lest man ja, das sind Fehler, gell? Aber dann wissen wir ja überhaupt nicht mal, nicht nur wann es war, gell? Also uns fehlt auch der Bezug der Reihenfolge, gell? Wir wissen nicht, wann haben wir was ausgegeben, wann ist da doch Fehler ausgegeben worden, gell? Also uns geht alles verloren, was irgendwie Zeit und Ablauf dann bedeutet, gell? Und ja, da gibt es manchmal eben den Bedarf, dass man sich beide zugleich schnappt und dann in eine gemeinsame Datei schreibt, gell? Oder es gibt auch noch was anderes, und zwar nicht nur, dass man beide gemeinsam schnappt und in eine gemeinsame Datei da umleitet, sondern es gibt auch Momente, wo man keine Ausgabe haben will, gell? Wenn man also irgendeinen Aufruf hat, gell? Und das ist vor allem zum Beispiel manchmal in Skripts drin, gell? In Skripts will man dann irgendetwas schreiben, gell? Und die Ausgabe interessiert uns eigentlich nicht, weil das Programm geht, es sie vielleicht in eine Datei schreiben oder es tut etwas und was es ausgibt, das wollte man nicht haben, gell? Weil es in einem Skript dann ist und vielleicht auch automatisch in der Nacht aufgerufen wird, so vom Cronjob, gell? Vom Wecker geweckt, gesagt, jetzt ist Zeit, arbeiten gehen, gell? Gell? Und, aber die Ausgabe, die interessiert uns nicht. Also können wir Folgendes machen, wir können beide Kanäle nehmen, gell? Also den STD-Out und den STD-R und wir leiten das um ins Nirvana, gell? Auf Nimmerwiedersehen. Gell? Und wo ist denn das Nirvana? Gell? Das Nirvana, das gibt es. Ja, das ist unter Dev, gell? Dev Null. Gell? Wenn ich einen solchen Aufruf mache, was passiert denn mit der Ausgabe und mit Standard? Fehlerausgabe und mit der Standardausgabe, die werden beide gesammelt und noch DevNull umgeleitet, gell? Also DevNull, gell, das ist diese wunderbare Gerätedatei, gell, die alles verschluckt, gell? Also was da mal drinnen ist, die ist weg, gell? Gell? Kommt nicht mehr wieder, gell? Das wäre eine tolle Sache dafür, naja, gell? Also für die Müllverbrennung, gell? Okay, DevNull. Weil so heißt es und nicht irgendwie Müllverbrennungsanlage. Okay. Ja, das ist das gemeinsame Sammeln. Und dann gibt es noch etwas, das braucht man bei, ja, zum Beispiel in Skripts etwas, gell? Wenn man in einem Skript drinnen einen Fehler erzeugen will, dann muss man eine Ausgabe machen und der Ausgabe sagen, ach, du bist jetzt nicht wirklich eine Ausgabe, du bist jetzt eine Fehlermeldung, gell? Und jetzt kann man mit sowas machen. Also da kann man dann eine Ausgabe erzeugen. Und diese Ausgabe dann umleiten auf den Standard-Fehlerkanal. Das geht dann auch, gell? Okay. Jo. Also das dazu, diesen Umleitungen. Gehen wir einen Schritt weiter. Das nächste sind die Pipes. Die Pipes. Die Pipes haben wir auch schon benutzt, gell? Und haben gesagt, was ist denn eine Pipe? Pipe, gell? Das ist, wenn man einen Aufruf hat und danach einen anderen, aber die hängen zusammen. Und zwar die Ausgabe des ersten Prozesses, gell, wird zur Eingabe des zweiten. Und zwar welche Ausgabe? Die Standardausgabe, gell? Also die Standardausgabe vom ersten Prozess wird zur Standardeingabe des zweiten Prozesses, gell? Hier haben wir ein Beispiel. Also Find im Home-Verzeichnis. Ganze Home-Verzeichnis durchsuchen und nach Hallo, gell, suchen zum Beispiel, gell? Ja, und dann kommen halt die ganzen Hallo-Dateien raus, gell? Okay? Weil Find Tilde liefert mir die, ja, eben diese Ausgabe aller Dateien und Verzeichnisse im Home-Verzeichnis. Und wenn ich die jetzt filtere mit grep Hallo, gell, was macht grep? Es liest von der Standard Eingabe und gibt alle gefilterten Zeilen weiter, gell? Also gibt alle Zeilen aus, in denen Hallo steht, gell? Muss sowas machen, gell? Machen wir mal. Also machen wir ein Find im Home-Verzeichnis, gell? Das ist dann ein ewig langes, oh, je, das ist ewig lang, gell? Und wenn wir da jetzt sagen, grep Hallo, gell? Dann geht er da suchen und er findet dann, ja, so Hallo-Dateien, gell? Okay, also finden wir da so Dinge mit Hallo drinnen. Okay, ja, und wenn wir da
Ein anderes Beispiel anschauen. Wir könnten zum Beispiel unter USR include mit minus typeF werden nur die Dateien angezeigt, nicht die Verzeichnisse oder andere Einträge, gell? Und dann suchen wir alle Dateien raus, in denen std.io steht, gell? Probieren wir mal. Also find usr include, gell? Hier haben wir all diese Header-Dateien, die wir im System haben. Aber wenn uns nicht alle interessieren, weil schauen wir mal, machen wir da pipe wc-l, dann zählen wir sie zusammen. Es sind also 2757 Dateien und Verzeichnisse hier drinnen. Gell? Und jetzt kann ich weitergehen, gell? Und ich sage, okay, mich interessieren nicht alle, mich interessieren nur die mit std.io im Namen drinnen. Gell? Aha, und das sind jetzt schon weniger, gell? Okay. Und zwar haben wir da ja einmal unsere da, das ist die, die wir normalerweise inkludieren, gell? Und dann haben wir noch andere, die wir hier herumliegen haben, gell? Okay. Ja, das ist diese Pipe, gell? Also immer, was der erste Prozess ausgibt, also Standardausgabe, wird zur Standardeingabe des folgenden Prozesses, gell? Ja, da kann man auch mehrere hintereinander legen, gell? Wenn wir das jetzt so machen, gell? Das machen wir dann, ja, wc-l, wird zusammengezählt, 11 mit std.io im Dateinamen, gell? Ja, schauen wir weiter. Also, nächstes Konzept, das ist jetzt ein bisschen lustiger, und zwar die Kommandosubstitution, gell? Das Konzept der Kommandosubstitution geht dahingehend, dass ich mit der Pipe viele Möglichkeiten nicht habe, weil die Pipe gibt mir nur die Möglichkeit, eine Ausgabe zu einer Eingabe für den nächsten Prozess zu machen. Es gibt aber viele Programme, die wünschen sich keine Eingabe. Die wünschen sich zum Beispiel Parameter. Und jetzt bräuchte ich ein Konzept, um eine Ausgabe nicht zu einer Eingabe zu machen, wie bei der Pipe, sondern zu einem Parameter oder zu einer Parameterliste oder zu einem Teil der Parameterliste. Und ja, stellt es euch mal vor, wir möchten jetzt irgendwie in einem, ja, alle JPEGs suchen, gell? Oder alle Textdateien suchen oder alle C-Dateien suchen, und wir wollen die dann irgendwie alle gemeinsam archivieren, gell? Und ja, und das könnte man machen, könnte man so ein komplexes Find absetzen, gell? Okay. Und ja, das geht dann da mal etwas auflisten, und dann könnte man das zum Beispiel filtern, und dann könnte man das, was wir gefiltert haben, dann zum Beispiel einem ja, DAR übergeben, das dann ein Archiv macht. Gell? Aber das DAR, wo braucht denn das DAR? Das DAR braucht ja die Dateinamen auf der Befehlszeile. Gell? Und das geht dann nicht so mit Pipe einfach. Gell? Jetzt braucht man die Kommandosubstitution. Und genau das macht die Kommandosubstitution. Sie macht die Ausgabe eines Prozesses, gell? Und es wird dann zum Befehl oder Teil eines Befehls. Das klingt jetzt kompliziert. Aber eigentlich ist es folgendes: Man kann da sogar einen Befehl erzeugen, weil das, was die Kommandosubstitution erzeugt, landet dann auf der Befehlszeile. Gell? Und ob das jetzt Parameter sind, die übergeben werden als Argumente, oder ob das auch den Befehl beinhaltet, das ist der Kommandosubstitution egal. Weil die Kommandosubstitution geht es einfach auf die Befehlszeile legen. Gell? Normalerweise gehen wir Argumente erzeugen. Gell? Beispiel. Okay. Beispiel für Kommandosubstitution. Und zwar, ja, jetzt haben wir hier nicht eine Syntax, sondern gleich drei. Gell? Okay. Und zwar, das mit den drei Syntaxelementen, das hat mehrere Gründe. Gell? Und zwar, einmal haben wir dieses fallende
Hochkomme. Das ist fallende einfache Hochkomme. Gell? Das ist nicht das übliche Hochkomme, gell? Das über ein Hashtag ist, sondern dieses fallende, das neben dem Backslash ist, gell? Also dieses fallende Hochkomme, das steht zu Beginn und am Ende einer Kommandosubstitution. Und damit wird alles, was dieser Aufruf hier produziert und ausgeben möchte, wird dann auf die Befehlszeile geschrieben. Wird also nicht ausgegeben, sondern auf die Befehlszeile geschrieben. Zum Beispiel. Also grep, printf und dann haben wir hier so ein komplexes irgendetwas. Gell? Ja, machen wir mal. Also. Grep, printf. Was macht denn das grep, printf? Es sucht nach printf. Gell? Und zwar, wenn man jetzt nichts angeben würde, dann würde es in der Standardeingabe suchen. Gell? Also wenn ich jetzt einfach nur Enter mache und dann Hallo schreibe, gell? Und jetzt mache ich noch ja, printf Hallo, gell? Okay, so, jetzt hat printf Hallo hat er gefunden. Warum? Weil printf in dieser Zeile vorhanden ist, gell? In Hallo alleine war kein printf drinnen, gell? Aber in printf Hallo schon, also hat er es ausgegeben, gell? Okay, ja, wenn wir aber da Dateien dann hierher schreiben würden, gell, dann würde er nicht die Standardeingabe durchsuchen, sondern die Dateien, gell. Und das wollen wir mal machen. Und das ist genau dieses Beispiel, gell. Also da find, wo denn, unter USR include, alles, was auf Stern.h endet, gell, und irgendwo std.io beinhaltet, gell. Ja, probieren wir das mal. Also. Und zwar Kommandosubstitution, fallende Hochkomma am Anfang und am Ende. Und dann machen wir es. Find unter USR include. Und jetzt brauchen wir den Namen minus name Stern.h. Gell? Und ja, das wollen wir jetzt dann filtern. Grep std.io. Gell? Und fertig, gell? Gehen wir mal schauen. Aha, er hat jetzt also alle Dateien gefunden, wie die eben ein printf enthalten und gibt alle Zeilen aus darin, gell? Also wenn wir da mal schauen, so, das sind viele printfs, gell? Okay, okay. Also da beginnt er mit unserem std.io.h, gell? Und das ist dann ja der Prototyp unseres printfs, das wir am häufigsten verwendet haben. Gell? Ja. Erste Syntax. Ja, diese Syntax, die ist am allgemeingültigsten. Gell? Es gibt dann eine jüngere Syntax, gell, die eben auch Bash-spezifisch ist. Dollar und dann runde Klammer. Die liest sich schön, gell? Also wenn wir das da machen, die ist eigentlich gleichbedeutend, gell? Aber sie ist eben nicht so allgemeingültig, gilt eben nicht für jede Shell, gell? Aber sie hat einen Vorteil. Man kann hier in der Kommandosubstitution drinnen andere Kommandosubstitutionen definieren, gell? Während es mit der anderen allgemeinen Syntax eben nicht so einfach ist, kann man nicht in diesem Aufruf nochmal solche Kommandosubstitution definieren, weil es kann ja nicht einmal aufgehen und nochmal aufgehen, weil wenn ich es zweite Mal trifft, dann ist es zu Ende und nicht aufmachen. Gell? Okay? Also, das da ist dann, ja, und das ist besser lesbar, gell? Also das auch, weil diese fallenden Hochkommas, gell, die ja, so alte mit grauen Bärten oder so, gell, die lesen das schon mal falsch dann, gell? Also das ist dann eine Fehlerquelle, während diese Syntax schon schöner ist, gell? Okay. Ja, und dann gibt es noch eine dritte Variante. Und die dritte Variante ist mit diesem externen Programm XArcs. XArcs ist aber nicht allgemeingültig, weil XArcs geht
eine Ausgabe immer am Ende anhängen. Gell? Und zwar ist es zwar ein sehr häufiger Fall, dass man die Kommandosubstitution am Ende der Parameterliste braucht, weil man dann, weil die meisten Programme sagen, ah ja, am Ende kommen Dateien oder Verzeichnisse, so Plural, gell? Und diese Geschichten, die Plural sind, die geht man dann oft mit der Kommandosubstitution produzieren, gell? Deswegen XAX funktioniert zwar oft, aber ist aber nicht allgemein gültig, weil die anderen Syntaxe da, gell? Der Kommandosubstitution, da können die Parameter auch irgendwo mittel drinnen sein, dann kann man das zusammenbauen, gell? XAX nicht, gell? XAX immer noch am Ende. Und zwar, wie funktioniert XAX? Bei XAX geht man zuerst mal das produzieren, was man später auf die Befehlszeile bringen will. Also zum Beispiel das da, gell? Okay, hier geht man es produzieren, wo wir es brauchen. Bei XAX nicht. Bei XAX geht man es vorher produzieren. Und das, was wir dann auf der Befehlszeile haben wollen, was also die Ausgabe von dem wäre, das übergeben wir mit einer Byte dem XAX. Und was macht ein XAX? Alles, was XAX als Standardeingabe bekommt, geht es am Ende des folgenden Aufrufes, und zwar der folgende Aufruf ist dann grep.printf, geht es also diesem grep.printf auf der Befehlszeile dranhängen als Argumente. Gell? Und ja, das ist genau das, was wir da haben. Wir haben einen Aufruf grep.printf und dann hängen wir eine Kommandosubstitution dran. Und hier machen wir das Gleiche. Wir haben einen Aufruf und die Ausgabe von dem Aufruf geben wir als Kommandosubstitution dem grep.printf anhängen, gell? Okay? Also das sind dann die Argumente, die wir dranhängen, gell? Und das geht mit dem XAX. XAX nimmt als Standardeingabe alles, was dieses Feind ausgeben würde und was dann vom grep gefiltert noch übrig bleibt. Und diese Ausgabe wird dem grep printf angehängt, gell? Okay? Ja. Und das ist dann etwas, was man schon immer wieder mal braucht, gell? Okay, Programmierung. Jetzt beginnen die Skripts, gell? Bis jetzt war Vorarbeit, gell? Und jo, schauen wir mal, was können wir da machen? Wie können wir programmieren? Wir können interaktiv in der Befehlszeile programmieren. Was heißt das? Das heißt, wir können in der Befehlszeile etwas schreiben, ein Programm, gell? Und ja, das ist jetzt zwar, das klingt komisch, gell, aber einfach das, was wir ins Programm schreiben würden, ein Skript, könnten wir auf der Befehlszeile schreiben. Gell, auch mit Kontrollstrukturen, Variablen, alles einfach schreiben. Gell. Und ja, das ist schon ein bisschen konfus, gell, aber naja, jemand kann vielleicht mal eine Schleife schreiben oder so, gell, als kann Sinn machen. Gell? Okay. Aber meistens geht man ein Skript in eine Textdatei schreiben. Und die Textdatei kann man dann aufrufen. Und zwar auch öfter als einmal. Weil wenn ich ein Programm auf die Befehlszeile schreibe, dann läuft es einmal. Das ist so wie ein Wegwerfprogramm. Gell? So wie der Plastikbecher. Gell? Oder der Plastikteller oder das Plastikbesteck. Gell? Das wird einmal benutzt. Und wenn ich Programme auf die Befehlszeile schreibe, Skripts also auf der Befehlszeile schreibe, dann sind die wie Plastikmüll, gell? Die werden einmal benutzt und dann werden sie weggeworfen, gell? Und weil wir ja nachhaltig programmieren wollen und ein Programm mehr als nur einmal aufrufen wollen, zumindest meistens, gell? Geht man halt das meistens in eine Textdatei schreiben, gell? Also Textdatei ist für Scripting so ähnlich wie eine Glasflasche, gell? Also das braucht man öfter als einmal. Und ja, also geht man das in eine Textdatei schreiben. Und jetzt ist dieses Skript, also diese Datei, noch nicht ausführbar. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Und zwar, man kann eine Datei ausführbar machen, gell, mit Change Mode, gell, oder auch mit manchen Dateimanager die Rechte setzen, aber nein, wir machen schon das, ja, mit Change Mode, gell, und dann können wir
das hinschreiben, Change Mode 700, Dateinamen oder Change Mode 770 oder Change Mode 777 zum Beispiel, gell, oder Change Mode 7, ich alles 55, gell, also Change Mode 755. Und das heißt, ich darf lesen, schreiben, ausführen. Die anderen dürfen lesen und ausführen, gell, auf die Datei. Oder jemand sagt auch, ja, Moment mal, lesen und schreiben stimmt schon, ich mache plus x, also können es alle ausführen. Das geht auch, gell? Ja, und dann kann ich diese Datei starten wie ein Programm, gell? /Skript. Oder aber Alternative, ich kann mit der Standard-Shell, SH-Skript, die Standard-Shell starten und kann ihr das Skript übergeben und dann wird es ausgeführt. Das da geht auch, gell? Mhm. Okay, ja, also, können wir da mal probieren. Was haben wir da? Aus. Mhm. Okay. Ja, das ist aus. Gell? Das geht nichts anderes als das, was ich ihm als erstes Argument übergebe. Das wird ausgeben mit Echo. Mhm. Also gehen wir mal schauen. Da machen wir Change Mode 755 aus. Und dann können wir es aufrufen. Gell? Aus. Was geben wir aus? Bla, bla, bla. Was macht er? Bla 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 wird ausgegeben. Gell? Super Programm. Gell? Mhm. Erste Möglichkeit, ein Skript ausführbar zu machen. Oder aber ich mache SH und übergebe das Programm. SH aus und ups. Oh, das ist jetzt eine große Überraschung. Warum geht denn das nicht? Aha. Probieren wir es mit Bash aus. Auch nicht. Ach, ich muss ihm etwas übergeben. Okay, bla. Mhm. Jetzt kommt es. Okay, genau. Also, das, was ich ihm übergebe, das wird ausgegeben. Gell? Mhm. Okay, also das Problem saß einen halben Meter vor der Tastatur, gell? Mhm. Okay, also wie mache ich ein Skript ausführbar? Entweder mit Change Mode, gell? Oder ich führe es einfach aus, indem ich es der Shell übergebe, gell? Aber normalerweise wird es schon ausführbar gemacht mit Change Mode. So, wie schaut es denn aus? Gell, also am Anfang, erste Zeile, gell, da steht so ein She-Bang, gell. Und damit spezifiziere ich den Interpreter. Gell, wenn ich einfach nur sage, bin SH, gell, standardmäßige Shell im System, normalerweise die Bash heutzutage, gell, in einem Linux-System sowieso meistens, gell, in einem anderen Unix-System vielleicht auch ein anderer Interpreter, gell? Oder ich könnte auch den Interpreter einer Skriptsprache hier hineinschreiben, gell? Also ganz frech, also ja, Python, PHP, irgendetwas halt, gell? Okay, das geht auch, gell? Also dieses Shebang da, gell? Das gibt mir, ja, wenn wir mal schauen, wo man es da hat, ja, dieses Shebang, das gibt mir eben den Interpreter an, der dieses Skript dann ausführt. Gell? Also da könnt ihr ein bisschen nachlesen, wenn es wohl steht, ein bisschen Geschichte dazu. Wer hat es gemacht? Gell? Also ja, es soll zurückgehen auf den Dennis Ritchie. Gell? Mhm. Gell? Also der Dennis Ritchie, das war auch ja, ein prächtiger Informatiker. Gell? Also der da eben beim Unix-Projekt und bei C mit dabei war. Gell? Mhm. Okay. Hat auch dieses Shebang dann definiert. Mhm. Okay, ja, und das gibt mir also den Interpreter an, der das Skript dann ausführen soll. Jetzt fragt man sich ja, warum denn? Warum muss ich einen Interpreter angeben? Gell? Die Lösung ist folgendes: Wenn ich es nicht angebe, dann wird das Skript in der aktuellen Shell, wo ich es aufrufe, ausgeführt. Gell? Mhm. Und das muss ja nicht unbedingt die Shell sein, mit der ich das Skript geschrieben habe dann auch, gell?
Oder wenn es nicht der Shell ist, wo das gestartet wird, sondern vielleicht eine andere Umgebung. Ja, wer startet das Skript dann? Gell? Deswegen ist es schon sinnvoll anzugeben, welche Shell das sein soll. Gell? Oder zumindest Bin Bash oder so hineinschreiben. Also wird die Standard-Shell aufgerufen, meistens die Bash dann. Gell? Ja, dieses Shebang, das steht am Anfang. Gell? Wenn nachher irgendwo so Hashtag oder Nummernzeichen oder wie wir es nennen wollen steht, dann führt es immer einen Zeilenkommentar ein. Gell? Also das, alles, was nach diesem Hashtag steht, das ist dann ein Zeilenkommentar. Gell? Also wenn die Zeile dann zu Ende ist, dann ist auch der Kommentar zu Ende. Gell? Muss ich es nicht extra abschließen. Gell? Also so wie in Java oder auch in den jüngeren C-Versionen oder auch in C++, das slash, slash, gell, slash, slash, leitet einen Zeilenkommentar ein, gell? Jo. Okay. Ja, die Spin-SA ist also Alias für die Standard-Shell. Okay. Ja, dann Daten. Daten. Und jetzt kommt ein leidiger Punkt, und zwar die Daten, die wir in der Shell haben, die sind sehr simple Daten. Gell? Also das ist nicht so wie in C, wo wir Datentypen haben, gell? Für alles Mögliche. Gell? Oder Java, gell? Wo wir ein Klassenkonzept haben und wir können mit diesen Klassen dann Sachen zusammenbauen, die sehr lustig sind. Gell? Oder C++, gell? Noch viel schlimmer. Gell? Gell? Nein, in der Shell werden die meisten Daten einfach als Zeichenkette interpretiert. Was wir reinschreiben, steht drin. Gell? Und so können wir es als Zeichenkette dann irgendwo interpretieren und verarbeiten. Gell? Und ja, das sind dann Daten. Was haben wir? Was können wir machen? Wir können Variablen machen. Das können wir machen. Gell? Und diese Variablen, die sind, wenn wir sie anlegen, dort gültig, wo man sie zum ersten Mal ja, definiert oder einfach nur implizit definiert durch die Zuweisung. Gell? Also wir können zwar explizit ein Declare absetzen, gell? Wird häufig nicht gemacht oder selten gemacht, gell? Aber wir können einem Bezeichner einfach etwas zuweisen und in dem Moment haben wir eine Variable gemacht. Gell? Das können wir in der Shell machen, interaktiv, gell? Weil wir gesagt haben, wir können interaktiv programmieren in der Shell auf der Befehlszeile, gell? Dann gilt es dort in dieser Shell. Gell? Und wenn wir es in einem Skript machen, dann gilt diese Variable für das Skript mal. Gell? Okay? Also wenn wir hier eine Variable machen, gehen wir mal schauen, machen wir mal Echo. Wie gehen wir zugreifen auf die Variable? Mit diesem $Syntax, $Variablename oder Dollar unter geschwungenen Klammern Variablenname und damit können wir dann im Variablenname auch abgrenzen von davor und danach. Gell? Also wenn wir erstmal machen Echo Dollar A, gell? Steht nichts drin. Dann probieren wir mal Echo, das gehen wir das mit den geschwungenen Klammern probieren, schauen ob das besser funktioniert auch. Gell? Nein, steht auch nichts drin. Steht nichts drin, weil es A nicht gibt. Gell? Okay? Also gehen wir mal dem A was zuweisen. A ist gleich bla, bla, bla. Keine Meldung, gute Meldung, gell? Und das gehen wir probieren. Also, Echo Dollar A, bla, bla, bla. Echo Dollar A in geschwungenen Klammern, bla, bla, bla. Passt, gell? Wunderbar. So einfach kann man Variablen machen, gell? Und wenn ich jetzt hergehe und jetzt gehen wir schauen, haben wir da eine andere Shell? Na, haben wir keine, gell? Und wenn ich da haben wir da eine? Ja, hier haben wir eine. Okay, wenn wir hier machen Echo Dollar A, steht nichts drin. Boah, wir haben es ja gerade erst definiert. Hier, hier steht es drin. Und hier steht es nichts drin. Gell? Warum? Weil in dieser Shell gibt es das A nicht. In dieser aber schon. Weil das A gilt mal prinzipiell, solange ich da nicht irgendwas verändere, für die Umgebung, in der ich die Variable definiert habe. Gell? Okay? Also, die Variable gehört zur Umgebung. So. Und genauso ist es dann im Skript. Wenn ich im Skript Daten verwende, wenn ich Variablen anlege, gell, dann werden sie dort gelten. Gell? Ja, und wie
kann ich Ein- und Ausgabe machen, kann Ausgabe machen mit Echo, das ist der Klassiker, Echo und dann irgendein Ausdruck, gell? Okay, Echo, gell? Hallo, gell? Oder Hallo Welt, gell? Echo Hallo Welt kommt Hallo Welt heraus, gell? Ich kann auch Printf machen, gell? Mit Printf, gell? Wenn wir dann mal machen wir mal Printf, gell? Also kann ich dann ja, ein paar Dinge machen, die erinnern an das Printf von C ein bisschen, gell? Okay, also da kann ich dann ja, so Sachen, Ausgaben dann zusammenbauen, die ein bisschen spezifischer sind, gell? So mit einem Format dabei, gell? Aber meistens aber halt sehr, 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 sehr oft sieht man das Echo und nicht das Printf, gell? So, was kann ich noch machen? Ich kann ein Read machen. Read, Variabelname, ist wie ein Scanf, gell? Also ich kann also etwas einlesen. Ich kann machen Read A, gell? Und wenn ich jetzt so bla, 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 gell? Und wenn ich jetzt das ausgabe, Echo Dollar A, gell? Dann haben wir bla, 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 bla drinnen stehen, gell? Ja. Also mit Read können wir eine Variable interaktiv einlesen. Gell? Was wird man öfter brauchen? Ausgabe oder einlesen? Gell? Und die Antwort ist ganz klar. Die Antwort ist, man wird öfter etwas ausgeben. Gell? Vor allem, wenn ihr an Scripting denkt. Gell? Scripting soll etwas automatisieren. Gell? Und Read ist eher eine interaktive Geschichte. Gell? Okay. Man kann zwar auch vielleicht durch Umleitung und dann sowas machen. Gell? Und von der Standardeingabe, die aber nicht Standardeingabe ist, Tastatur, sondern dann Standardeingabe in ein anderes Programm, kann man schon was machen, gell? Okay. Ja. Und hier haben wir eine ganze Reihe von Beispielen, die wir uns dann im nächsten Video anschauen werden.